Und ich habe nur einen markiert. Ah, nicht geschützt, shit. Alles ist aus. Oh fuck, man steckt hier fest. Gibt's da eine Kamera? Natürlich nicht. Einer so auslöschen, die Systemzusammenbruch. Oh shit. Lief halbwegs okay. Dass sie wissen, dass jemand hier ist. Shit. Die zwei wissen's. Come on. I swear I won't completely kill you. Ich werde dich auch nicht umbringen, keine Angst. Das war knapp. Da habe ich es ein bisschen zu sehr drauf angelegt und wie wollte sich wollte nicht aufstehen. Was doof war. Eyes open now. What's going on? You have company soon. Scan her right away. That bad, huh? She must have a weak spot. None of those chair jugs could have zeroed that many from my pack. Kümmerlich um Sasquatch. Mir auch immer Sasquatch ist. Also wenn das jemand Schlimmes ist, weiß ich nicht, ob das gut ist, die jetzt schon zu erledigen, weil wenn das laut ist, haben wir ein Problem. Dann wissen alle, dass wir hier sind. Und das ist ja das, was wir nicht wollen. Eigentlich. Hier drüben sind vielleicht ein Problem. Schütze, also. Hat niemand bemerkt? Und ich lasse dich mal hier. Nee, nicht so. Oh, wait, wir können sie da reintüten. Vielleicht auch, wenn das möglich ist. Was das möglich ist, ja. Bye bye. Es ist echt schlimm, dass in Cyberpunk die Missionen mega lange sein können. Wenn man es halt wirklich still und heimlich macht. Vor allem dann.
können die Missionen sehr lange gehen, wie man sieht. Die Zeit da oben sind mir halt noch ein Don im Auge. Der Squatch lässt auf sich warten da hinten. Okay, das ist gut. Haben wir zumindest da vorher oder vorerst Ruhe. Ja, da oben möchte ich schon noch gerne umbringen. Wie die los sind. Weil wenn wir da unten weitergehen, könnten die uns einen Strich durch die Richtung machen. Das ist wieder sowas. Das sind eine Totengräberin, er ist ein Schütze. Systemzusammenbruch ist sehr gut. Still und heimlich und leise. Hier waren wir ja schon. Na komm mal mit. Ist immer schön, dass das niemand hört, obwohl das mega laut ist. Das meine ich. Sehr gut. Dann ist oben clear soweit, abgesehen von Sasquatch. Und ich denke mal, die bleibt da in ihrem Gebiet. Hat sich zumindest so angehört, dass es irgendwie ein Bosskampf ist wahrscheinlich. Mal nachladen. Mit Schamanen. Irgendwie läuft das Spiel, glaube ich, gerade nicht so flüssig. Kurz mal schauen. Doch nicht. Na gut, 70 FPS. Sind halt viele Lichtverhältnisse und Schatten. Wahrscheinlich das ist sehr beanspruchen. Okay, da geht's runter. Wollen wir das? I don't know. Da geht's auch runter. Dann können wir so. Das merkt niemand. Mitte könnten wir auch so eigentlich auslöschen. Ein Schuss, ein gezielter Schuss, das war's für ihn. Aber die anderen könnten das auch sehen. Hier oben ist niemand. Zwei in der Mitte. Das Geschütz habe ich abgestellt, oder? Ja. Wenn ich das richtig sehe, haben wir noch 4 Leute. Was bist du für einer? Du bist bloß ein Schütze. War ich noch kurz? Obwohl ich nicht weiß, was da hinten auf ihn lauert. Ich könnte mal kurz einen Ping machen. Noch jemand. Ah, ich glaube, das ist Sasquatch. Ansonsten sehe ich niemanden mehr. Das heißt, ihn hier auslöschen mit. Ihn hier zuerst auslöschen. Mit Systemzusammenbruch. Dann ihn hier mit einem gezielten Schuss. Dann sind nur noch die 2 übrig. Ich glaube es zumindest. Das Geschütz. Und
und das Geschütz, was auf uns wartet. Können wir noch hacken? Wie gesagt, also dieser Fehler am Anfang, den lasse ich mal außen vor. Weil das war wirklich weird. Es war nur wieder weirder Cyberpunk-Stuff. Und ansonsten funktioniert das hier grandios. Schön mit Hacken Leute ablenken. Die Stores sind halt noch eine Frage unten. Gibt es, glaube ich, noch Stores? Die hat eine Frage auf sich werfen, ob da jemand drin ist. Den können wir gleich looten, okay. Die zwei sind da noch. Da waren wir schon überall drin in den Stores. Da waren wir schon, das weiß ich. Alright. Got no attention. Jetzt gleichzeitig machen sollen, weil der andere stirbt ja so oder so. Wir haben's. Nur noch Sasquatch. Und den Wehen hacken. Komm mal her. Das lief wirklich sehr gut. Du kommst auch her. Dich um Sasquatch ist eigentlich die andere Aufgabe oder die nächste Aufgabe, die wir machen müssen. Von daher gehen wir zuerst dahin und hacken erst dann den Wehen. Da unten drin waren wir. Da drin waren wir, glaube ich, auch schon. Das war das Restaurant. Aber was wir noch nicht haben, ist der Netrunner. Fällt mir gerade auf. Das ist das, was fehlt. Der Netrunner. Haben wir nicht gelevelt? Okay. Schade, ich dachte, ich könnte kurz leveln, damit wir das hier abreißen können. Da wir sie eigentlich alle erledigt haben, wenn wir die Schrotflinte nochmal in die Hand nehmen. Und nochmal speichern. Wer bist du denn? Matilda K. Rose. Anfällig gegen Feuer, resistent gegen Blitz und was ist eigentlich das andere? Plus 2, also heißt das 1 gegen Feuer. Ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, was mit ihr. Ach so, okay, plus 2 heißt, glaube ich, einfach
Es braucht mehr Speicherpunkte, um ein Ding zu... I don't know. Okay, dann wir gegen Feuer. Nehmen wir doch mal die Brandgranate. In die Hand. Oh shit! Wow, wow, wow! Victor, Victor, Victor! Kann ich den Hammer gegen sie selber gebrauchen? Lass mal sehen. Think she's had enough. Matrilla Heroes Animals. Soll ich sie umbringen? Ich hab's ja gesagt, ich glaube, es hat genug. Zeig mal den Sasquatch. Sasquatch's Hammer. Sehr schwere Waffe verringert beim Ausrüsten das Bewegungstempo und die Sprunghöhe erheblich und verhindert Sprinten, Ausweichen und Stürmen. Aber 472 Schaden. Wenn du Sasquatch's Hammer schwingen willst, dann mach dich auf Blut, Schweiß und Tränen gefasst. Du trägst den Schweiß bei deine Gegner, das Blut und die Tränen. Dieses Monster von einer Waffe braucht viel Ausdauer, richtet aber auch enorm hohen Schaden an. Haben wir gerade gesehen. Ich lasse sie mal. Ich weiß schließlich nicht, wer genau sie ist. Okay, ich suche in einen Sieg. Vielleicht treffen wir ja später nochmal auf sie, wenn wir sie leben lassen. Und da gibt es vielleicht noch mehr Belohnung. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen gedacht, dass das schwieriger wäre. Aber sie war eigentlich doch schnell zu handeln. Und schnell down. Ne, ich lasse sie echt mal einfach so liegen. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich glaube, mit Phantom Liberty kam ja auch eine Fertigkeit hinzu für den Hammer eben, also für Hammer oder für diesen Hammer. Kehren sie um. Why sollte ich das? Kaugummi. Chrome Night Love. Oh, schön. Item-Komponente. Hier gibt's uns nichts. Speichern übrigens mal. Ja, nie vergessen. Okay, at the van. But no sign of the runner. I see what you see. No chatter. Now. Interface with the van. Na gut, wir müssen nicht mehr leise sein, ich habe alle erledigt. War zwar nicht so geplant, wie sie es wollten, aber es war leise. Das muss ich sagen.
Well, I got you here. Mind telling me what we're looking at? Get a floor map of Pacifica. They hunt Agwe. Who is they? Netwatch. They always out to fuck us. Netwatch. What are they looking for exactly? Internal data forts. If they crush our eyes, they take Agwe and the entire net. They return to the dark time of Bartmoss. How bad's it look? I do not know how much data they pull, but their map is not complete. They still not have source validation. Okay, so what's on me to do? You must reach the agent. Easy now to find him. Look at their map. He is in cinema. Step away now. This isn't your fight. Mad. What? Placide what? Now, God, pushed out. The runner know you are here. Hunt him. Can't you scorch him via the net? He's gotta be jacked into the van. I cannot piece his protection. You must find him. Face him. Rather not pick a fight with the Watch if I don't have to. You will not. I will. You are only the messenger. He is the heart. You must rip him out. The Asian man tries to cut you off. There is a gate behind the camionette. I will open it. Ganz kurz, neue Karriere für dich, kommt zu Netwatch. Abtrünnige Netrunner aufspüren, Demons bekämpfen und das amerikanische Net wieder aufbauen. Das sind nur einige der Aufgaben, mit denen sich die Spezialagenten von Netwatch täglich befassen. Wenn du lieber dein Augenlicht verlierst, als dir in die Karten sehen zu lassen, wenn ein Treffen mit Mephistopheles für dich ein Spaziergang ist, dann wird es Zeit, dass du dich unserem Team anschließt. Das sind deine Aufgaben bei Netwatch. Du patrouillierst alle öffentlichen Zugangsebenen des Netz. Du spürst illegale Netrunner-Aktivitäten auf und eliminierst sie. Du machst Jagd auf gefährliche KIs. Du findest und neutralisierst Bedrohungen in den ältesten Teilen des Deepnets. Du verhinderst, dass sich Leute und Menschen hinter die Blackwall begeben. Du hilfst bei der Erweiterung sicherer Netspace zum öffentlichen Gebrauch. Dank Netwatch sind tausende Menschen in der Lage, zugelassene Suchmaschinen und andere Netdienste frei zu nutzen, ohne schädliche Demon-Bedrohungen fürchten zu müssen. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, wir arbeiten unermüdlich, um beschädigte Datenforts zu eliminieren, Informationen zu sichern und gefährliche Cyberverbrecher festzusetzen. Hast du das Zeug zum Netwatch-Agenten? Dann bewirb dich heute noch. Vielleicht hätte ich das Zeug. Aber Netwatch ist halt wirklich unglaublich stark. Okay, wir müssen hoch. Kehren Sie um. Wer hat mich da gesehen? Oh, da lebt noch jemand. Und wo kommt der denn her? Hier war Sasquatch. Oder nicht? Und der hat das nicht gehört, dass wir sie erledigt haben. Naja. Er muss, glaube ich, mal zum Ohrenarzt. Wenn der das nicht gehört hat, also bitte. Den Agenten im Kino. Cinema. Wahrscheinlich hätten wir jetzt auf Sasquatch treffen sollen.
Soll ich sie doch nicht leben lassen? Ich weiß ja nicht. Ich meine, sie ist ein Animal. Aber wie hat gesagt, es reicht. Ich lasse sie leben. Cinema. Doppeltür. Da geht's nicht rein. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.